Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Wie letztes Mal angekündigt, habe ich mir in einem Guide Hilfe geholt, weil es gab zwei Sachen, die ich machen muss anders. Okay, der creept mich aus. Aber prinzipiell, ich werde die Strategie mal erklären, während ich sie anwende. Nur kurz, die Strategie heißt immer nah an ihm bleiben. Und ich habe gerade 20 Minuten ein paar Versuche, so 4-5 Versuche gemacht und habe ihn bei 2 Versuchen in die dritte Phase gekriegt. Von, wie gesagt, 5 Versuchen, 2 in die dritte Phase. Und bei einem hatte ich sogar noch 3 Heilungen am Anfang der dritten Phase. Also würde ich sagen... Okay, das ist, geht los. Das muss man... Kann man nämlich parieren. Das habe ich eh eigentlich immer richtig gemacht. Bei dem hier. Also, genau, man muss nämlich springen bei dem. Das ist sowas, was ich ganz komisch fände. Eigentlich habe ich jetzt, weil ich das erklärt habe, einen entscheidenden Fehler gemacht. Wie gesagt, den hier parieren und einmal punishen. Dann manchmal macht er nachher den Head Slam. Ja. Danke an Fextrafile, den Dark Souls Wiki. Bei dem sollte man nicht unbedingt punishen versuchen. Weil der eine Move, wo er zuerst mit dem von uns aus gesehen rechten, also nicht nur einen, sondern einen Doppelstumper macht, bei dem muss man ganz schnell hinrennen, damit man bei dem nicht genau vor ihm ist. Genau, das muss ich eigentlich parieren. Das habe ich ein bisschen verpeilt gerade. Bei dem leicht nach links laufen, wenn er mal in die Gegend kommen sollte, wo er das macht. Also! Scheiße, ich dachte, er... Okay, das war dumm. Das war pure Dummheit. Und jetzt, da ich schon zu weit weg bin, muss ich warten... So, das habe ich nicht getraut. So. Jetzt kann ich schon mal hinter ihn, weil das verwirrt ihn so ein bisschen und er braucht kurz. Ja, aber gut, manchmal braucht er kurz, um mich dann wiederzufinden. Und jetzt hier natürlich den Move, den habe ich schon richtig gedodged. Manchmal verpasst er mich. Mit dem ist es ein feiner Grad, ob man zu weit weg ist oder nicht. Ja, okay, das war jetzt sehr scheiße. Schnell hin. Das könnte... Okay, jetzt hat er den Head Slam nachher gemacht, okay. Okay, nice. Ideale. Da muss man einfach nur springen. Sobald dieses Geräusch kommt, springen. Jetzt hat er geheadslammt. Einfach springen. Ich habe mich angestellt wie der letzte Idiot. Bei dem. Okay. Habe ich mich gerade auch angestellt wie der letzte Idiot. Moment, lass mich kurz den hier machen. Lass mich kurz mal sinnvoll heilen. Ja, ja, mach gut mit deinem Stuff. So. Meine Handygeräusche wieder.
immer relativ spät springen, das weiß ich. Aber es ist halt auch ein bisschen nervenaufreibend, so spät zu springen. Und jetzt... Ja, weil wenn du da direkt nachschlagst, dann kriegst du eventuell sehr viel Damage. Wie... So, das war gerade etwas weniger Damage, schon als... So, jetzt lassen wir uns kurz mal ein bisschen heilen. Geben derweil... Moment, jetzt macht er den hier. Ah, oh, ne, jetzt macht er den hier, okay. Sobald er mit dem fertig ist, machen wir Folgendes. Das hat mich nämlich einmal gerettet. Habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich allerdings selber rausgefunden. Hier erhalten zeitweise Auferstehungsmacht. Das macht, glaube ich, zumindest habe ich mir das einmal eingebildet, macht es, dass ich auch... Weil im Normalfall kann ich nur durch den Tod eines Gegners, also eines Bosses, nicht eines Gegners, aber eines Bosses, oder zumindest bei dem, keine Ahnung. Ich verwende das einfach, fühlt sich gut an, geil. Naja, Scheiß. Okay, jetzt bin ich... Jetzt ist das Lock-on gebreakt, deswegen... Ja, konnte ich mir das ein bisschen abschminken. Da kann man auch wegspringen, das... Dann kann man zwar nicht so fast... Okay. Das war ganz seltsam, weil eigentlich habe ich das Richtige gemacht. Das war nur dumm, weil ich zu greedy geworden bin. Wir brauchen ihn einmal noch. Wehe, die Feuerbälle töten mich jetzt. Letzte Phase sehen. Und da gibt es jetzt am Anfang einen Trick. Ich muss einen Schluck trinken, weil wir könnten den echt jetzt hier innerhalb der ersten 10 Minuten legen. Ich hoffe, ich habe es nicht verschrien. Aber wow, hier fällt jetzt gerade alles runter. Einen Moment. Sonst kann es nämlich sein, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert. Eigentlich nicht, aber okay. Volle Concentration. Ich muss euch jetzt einen Trick zeigen. Das macht er, hat er bei beiden Malen bei der dritten Phase gemacht. Beide Male habe ich es so hingekriegt. Nein! Oh nein, jetzt ist das jetzt nämlich sehr dumm. Wegen dem Flammenring, den er da beschwört. Ah ja, und das macht er übrigens zweimal in der dritten Phase. Oh nein. Kann man auch unter ihm sein, das ist dann eigentlich sehr geil. Das geht nur ganz am Anfang der Phase nicht, weil er mich sonst fickt. Ja, und das ist vielleicht schon mein Tod. Sehe nicht, was er macht, okay. Safe. Safe it. Einfach da wegspringen und safe sein. Headbutt. Frames. Okay, jetzt habe ich einfach mal darauf vertraut, dass er das nicht macht. Aber man weiß ja, was man sagt. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Macht er das manchmal zweimal. Okay, diesmal nicht. Das heißt, ich
Weil manchmal macht er das echt zweimal. Und dann bin ich echt am Arsch. Okay, jetzt braucht er irgendeinen Move. Genau. Okay. Safe sein. Zur Not. Okay, ich dachte, das wäre sein. Macht das jetzt wieder zweimal, oder? Das war sehr spät. Okay, das hat mich gerade so ein bisschen confused. Weißt du was? Scheiß drauf. Das ist scheiße. Haltung, Erholung auch bei Angriffen oder Schaden. Nein. Langsam mittlere Vitalität wieder her. Komm, fuck it. Okay, der Geist ist aber gut. Der Geist ist sehr gut. Wir machen den jetzt so. F it. Fuck it. Das ist mir jetzt vollkommen egal. Oh ja. Um meinen Schatten. Halt um meinen Schatten. Halt ihn an. Oh ja. Ich fühle mich jetzt nicht cheap, weil ich den so gemacht habe, weil ich habe ihm zwei Phasen komplett überlebt und die dritte bis nach der Hälfte. Aber mit der Strategie und ein bisschen Luck, was seine Moves angeht, ist er echt nicht unmachbar. Beispiel, mit dieser Strategie habe ich ihn, selbst wenn ich die Übungsversuche zähle, nach 10 Versuchen gemacht oder was. Beim Uhu habe ich tatsächlich mehr insgesamt Versuche gebraucht, weil ich da mehr geübt habe, bilde ich mir ein. Wobei der U-Kampf war auch schneller vorbei als einer. Ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall ist das der Uhu, weil er geredet hat. Schauen wir einfach mal. Eine Erinnerung an den. Nur ganz kurz. Wer hat übrigens gedacht, dass ich diesen Part erst ganz am Ende mache? Und wenn ich Blackscreen für den Rest der Folge einblende, ist mir das egal. Oder durch irgendwelchen nebensächlichen Scheißstrecke. Ich werde die Folge volle 45 Minuten lang machen, einfach damit. Holy moly. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, das wissen wir. Diese Erinnerung gilt dem einarmigen Dämon, der auf dem Schlachtfeld von den Flammen des Hasses verzehrt wurde. Und Lapis Lazuli. Plus ein neues Fähigkeitslevel und vielleicht können wir jetzt endlich mit dem auch aufleveln. Plus, wisst ihr, was wir machen? Wir schauen nochmal dorthin, weil wir wurden ja hier hingeportet, was ich eigentlich anfangs gar nicht wollte. Plus, okay, wir haben noch ein paar Sachen doch heute in diesem Part zu erledigen. Aber holy shit, war das geiler Shit. Ich habe ihn gemacht. Und, also, das war definitiv, wenn es nicht der schwerste Boss in Sekiro war und der andere Typ, der Endboss, tatsächlich noch heftiger ist als der, ist er definitiv der zweitschwierigste, weil selbst der Uhu war nicht ganz so krass wie der hier. Der Uhu war, also ich glaube, die Top 4 Bosse
also schwersten Bosse sind entweder Endgegner oder Dämon des Hasses. Ich weiß ja noch nicht, weil ich den Endgegner noch nicht geschafft habe. Dann hier Genichiro, weil Fuckbogen und so. Und als viertes Uhu. Die schenken sich alle nicht viel, aber sie sind alle ziemlich schwer. Okay. Angriffskraft erhöhen, Fertigkeitspunkt. Willst du mich verarschen? Ja, gut. Dann, ja. Dann würde ich aber sagen, dann... Genau. Schauen wir erstmal uns um. Wir können die Angriffskraft... Jetzt bringt die aktuell noch nichts, die zu erhöhen vor dem Boss. Dann schauen wir mal, vielleicht kriegen wir irgendwie noch irgendwelche Kämpfe rein, damit ich... Ich will wissen, wie ich die Fähigkeitspunkte... Brauche ich dafür 5? Könnte durchaus sein, dass ich 5 brauche. Ich meine, ich könnte rein theoretisch die auch... Moment, wo ist das Menü, wo ich sehe, was ich... Ah ja, Angriffskraft 11, genau. Ja, komm, nee, wenn 4 nicht reichen... Wenn wir heute das nicht schaffen, werde ich den anderen Teil halt einfach in... Oh. Werde ich es einfach in... Und ich dachte übrigens, weil für alle, die sich fragen, what the fuck... Ich dachte, man muss hier hoch, während des Kampfes... Und dann, wie der Taurus-Dämon in Dark Souls 1, schaut der hier hoch und dann kann ich Plunging Attack oder so machen. Ich meine, ich weiß, es gibt in dem Spiel... Wobei doch, es gibt eine Plunging Attack, sogar auf alle Gegner. Egal. So, kann ich bei dir was kaufen? Wir haben noch mehr als genug. Wobei, ne, wir haben nicht mehr als genug Geld, also... Ja, aber bei dir können wir leider auch nichts kaufen, von daher... Verkaufen bringt jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich was. Wir können ein paar Mal dieses Fest draufbeißen, verkaufen, weil das ziemlich unnötig ist. Aber was? Erstens kostet das nicht viel. Und zweitens, was soll ich dann damit kaufen? Die Geisterembleme vielleicht, aber... Egal. Hallo. Hey. Anta. Mata iki nokotta no kai. Nantonaku wa wakatteru ndaro? あの片腕の鬼が元は何者だったのか。いいよ。そうかい。その方がいいかもしれないね。何の因果か。炎鎖の炎に焼かれ鬼となり苦しむ者がいた。あんたはそれを終わらせた。それだけのことさね。 Also es können ja eigentlich nur 2 Leute sein, oder? Anta. Ensa wa mo. Sumoru ikusa ga tsuzukeba. Yo wa mo dakara te. Anta ga kawari ni naru. Ja, was sie gerade gesagt hat, bestätigt das meiner Ansicht nach fast. Es ist Ishin. Ich dachte vielleicht der Uhu, vielleicht Ishin. Ganz unwahrscheinlich Emma, aber oh. Also, man wird im Endeffekt doch deutlich mehr mit Drachenblut tropfen. Also, man muss echt nicht so sparsam sein. Man kann, glaube ich, tatsächlich nach jedem oder nach jedem zweiten Boss spätestens, also wirklich Boss, nicht Miniboss, das machen. So, jetzt schaue ich nur ganz kurz... Schaue ich nur ganz kurz, ob es hier oben vielleicht noch irgendwas Interessantes gibt. Nicht, dass ich hier oben dann noch was verpasse für das Endgame. Ah, aber hier ist nichts Neues. Nö. Hier ist nichts. Schade. Naja. Hallo? Danke. Achso. Hat sie noch was zu sagen? Ich habe ihr ihren Dialog nicht exhaustet. Okay. Ja, wir müssen noch den Endboss machen. Ich frage mich, ob der Bosskampf hier questabhängig war. Oder ob es tatsächlich irgendwie... unabhängig davon war. Oder ob nur, weil wir beispielsweise... Wir... Ishin keinen Sake gegeben. Wobei,
Ja, hätten wir dem Uhu gefolgt. Weil ich glaube, dass mit dem Uhu folgen war eine wichtige Entscheidung. Wenn nicht sogar die wichtigste, die wir getroffen haben. Ja, und wenn das nicht geht... Ja, dann... Scheiß drauf, Dämon des Hasses. Wobei, ich will echt schauen, dass wir das vielleicht noch... Na komm, es ist aber wurscht. Achso, nee, dann muss ich ja hier machen. Fähigkeit erwerben. Mehr gleichzeitig zu tragen bringt nichts. Nachtschwalbe, lebendige Kraft, einen Folgeangriff, Flammenrohr, göttliche Entführung. Lebendige Kraft, dann könnten wir machterfüllte sterbliche Klinge. Hiebangriff mit erhöhter Reichweite. Dafür brauchen wir hier lebendige Kraft. Und das kostet... Ach, das kostet dann schon alleine 5 Punkte. Okay, nee. Also vielleicht Übersprung. Ein Shinobi-Kampfkunst bei gebrochener Halter. Übersprung, Spring und... Aber nur bei durchbrochener Haltung. Das ist ja vollkommen Bullshit für den Boss. Rennen und Gleiten... Ist auch Bullshit für den Boss. Flugkampfkunst ist vielleicht noch irgendwie interessant, dass wir angreifen können. Dass wir quasi... Ich glaube, das konnten wir bis gerade nämlich nicht. Ich glaube, blocken konnten wir schon länger, aber... Okay. Also in den Teil von Ashina kommen wir tatsächlich gar nicht mehr. Aber in den Teil ja auch nicht dort hinten, oder? Oder? Nee, doch. Warum sind hier eigentlich zwei so Teile? Ich meine, ich könnte jetzt reisen, Umland. Da waren wir noch nicht, da waren wir nicht. Treppe, Pfad zum Tor. Festung. Da kommen wir nicht hin, weil da ist zu, direkt wo wir sitzen. Und Flammen des Hasses sitzen wir jetzt. Ashina Burgtor. Tal unter der Brücke. Nee, das heißt, es gibt... Hier sind wir auch bis ganz zum Ende gelaufen. Ja, ich würde sagen, wir gehen vom Maroden Tempel nochmal den allerersten Weg, den wir gegangen sind. Also, wo wir ganz am Anfang, also wirklich im Ende des ersten oder Anfang des zweiten Parts des Let's Plays müsste das gewesen sein. Und das hier ist Part 67, also... Ist schon ein bisschen was. Ah, wir können euch mal alle ein bisschen froh machen. Wir haben mehr als genug davon. Wir haben 4 oder 5 Stück. Und wir haben nur noch einen Boss. Also, komm, wir lassen euch mal cool sein. Dana. Ah, bei dir. Wir könnten rein theoretisch Kügelchen kaufen, aber davon haben wir auch noch einige. Nicht sau viele, aber ein paar. Hier, der war noch... Der war ja nicht. Verbessern. Wir haben, glaube ich, nicht mal das Geld dafür. Eine Sache will ich aber vorher noch schauen. Ob hier Emma dazu was zu sagen hat. Und ob der Körper von Ishin Ashina... Also, nee. Es ist ja nicht Ishin Ashina, weil Ishin ist ja der Typ, gegen den wir kämpfen. Der nach hier Genichiro kommt. Der später den Speer rauszieht. Ich bin verwirrt mit den Namen in diesem Spiel. Nee, der ist immer noch da. Aber der hatte doch beide Arme. Wisst ihr, was sein könnte? Was unwahrscheinlich ist, aber was sein könnte? Weil wenn das wirklich Ishin war, der Dämon des Hasses, und der andere bei Genichiro auch Ishin war, weil ich glaube, der war ja der... Vater oder Großvater von Genichiro, bilde ich mir doch, könnte es doch sein, dass der Bosskampf gegen Ishin leichter wird oder eine Phase dadurch wegfällt oder so, weil er jetzt nicht mehr als Dämon des Hasses rumwütet. Das wäre cool, wenn man den Final Bosskampf beeinflussen kann durch einen optionalen Boss. Das gab's doch schon mal in Dark Souls, oder? In Dark Souls 2? Nee, in Dark... Doch, in... Nee. Nee, doch.
Nee, in Demon's Souls, nee, nicht wirklich. In Bloodborne, ich überlege gerade, was war nochmal der Feind? Doch, in Bloodborne konnte man sich aussuchen, ob man gar keinen Final Boss hat, oder Mergus Wetner ist der Final Boss, war, ob man gegen German kämpft oder gegen die Moon Presence. Durch eigene Aktionen, durch die drei Nabelschnüre oder halt, was man mit Dialog gemacht hat. Wer weiß, und Bloodborne ist dem am nächsten, meiner Ansicht nach, Sekiro. Ja, okay. Ist ja okay. Gut, dann müssen wir den Weg halt normal gehen. Naja. Macht nix. Wann haben wir eigentlich, als wir den Durchgang hier freigeschalten haben, habe ich gedacht, wir sind noch sehr am Anfang vom Spiel. Aber rückwirkend betrachtet war Genichiro so gefühlt, na, wobei, das erste Viertel, so 25%. Oh, Moment. Oh. Man kommt gar nicht mehr in den Anfangsbereich. Kann man eigentlich jemals irgendwie dort rüber? Ich bilde mir ein, nicht. Aber wie würde man in den Anfang... Ich laufe jetzt nochmal vom... Ach ja, eine Sache wollte ich noch kurz schauen. Nachdem der unsterbliche Handball jetzt tot ist, hat er hier uns nichts hinterlassen oder so. Ah, das hatten wir schon. Luftabwehr, genau. Deswegen können wir, glaube ich, hier in der Luft blocken. Weil das ging ja am Anfang alles nicht. Am Anfang waren wir wirklich nur der Depp vom Dienst. So, Reisen, wie gesagt. Da kommen wir, glaube ich, wirklich gar nicht mehr hin. Oder ich wüsste absolut nicht, wie. Weil in das Schlangental kam man über keinen anderen Weg, außer von hier. Und da war Palisade. Ja, das heißt, rein theoretisch, vielleicht... Ich habe mich ja hingesetzt und bin dann teleportiert worden vor ein paar Parts. Bevor der Rage mit dem Hassdämon anfing. Bevor der Hass auf den Hassdämon anfing, um genau zu sein. Aber ich wollte mich ja eigentlich nicht teleportieren. Ich wusste es ja nicht, sondern ich wollte mich ja eigentlich hinsetzen, rasten. Ich habe ja auch noch gesagt, rasten ist das Oberste, ne? Weiß ich, weil das von mir aus gesehen gestern war, wo ich das aufgenommen habe. Das heißt, ich habe den Dämon des Hasses innerhalb tatsächlich von nicht ganz 2 Tagen gelegt. Achso, okay. Hier, der Typ ist tatsächlich nicht mehr da. So, jetzt gehen wir mal wieder so den Nebenweg. Um das Ganze so ein bisschen zu vereinfachen. Ah, scheiße. Ich dachte, das geht sich aus, aber natürlich nicht. So, jetzt aber. Hier ging es doch hoch, oder? Nein, hier ging es nur runter. Fuck. Na gut, warum gibt es dann eigentlich die Möglichkeit, dorthin zu hangeln? Naja. Aber von hier oben gab es die Möglichkeit. Hier gab es noch einen Händler. Das ist ein... Nee, wir haben geheilt. Ich dachte, das ist ja ein anderer, weil der jetzt noch nicht gedingst ist. Okay. Au. Au. Geh weg. No!
Oh nein, 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 wie wär's mit nein? Zwei gleichzeitig ist so ein klein Ticken unfair. Danke. Ihr könnt euch ruhig verpissen. Natürlich. Der andere ist genau hinter mir, aber jetzt habe ich ein Leben mehr. Nee. Nein! Ich hab den Dämon des Hasses geplättet, jetzt werde ich dich doch auch irgendwie hinkriegen. So. Na, Gott sei Dank. Den haben wir nicht ausreden lassen damals. Okay, nein, man kommt hier tatsächlich... Ah, wobei... Auf den Turm habe ich ja damals, glaube ich, stundenlang gefühlt versucht hochzukommen. Erinnert ihr euch noch? Erinnert ihr euch noch? Das waren noch Zeiten. Ah nein, jetzt teleportieren wir es wieder nur. Wow. Ja, super. Okay, nee, das heißt... Nee, das heißt, wir kommen dort nicht hin. Egal, was wir machen, wir kommen dort nicht hin. Zum Schrein... sind wir dorthin gegangen? Ich glaube, wir sind nicht zum Schrein der großen Schlange versucht zu gehen. Ja, ich versuche jetzt so ein bisschen noch lose Enden aufzusammeln, plus die Folge 45 Minuten lang zu machen. Weil, ganz einfach, ich will euch so ein bisschen damit überraschen. Beziehungsweise, inzwischen für euch ist es ja schon gelungen. Für mich ist es eigentlich auch schon gelungen, weil ich habe ihn ja schon besiegt. Und ich schwöre bei Gott, das war genuine, weil, holy moly. Aber dieser Danke an die Typen von Fextrafile, die die geilen Dark Souls Wikis gemacht haben. Das Demon Souls Wiki von denen war, falls es überhaupt existiert, nicht so geil, aber... Ah, Moment, haben wir nicht versucht, dorthin zu gehen? Achso, nee, doch. Ich glaube, wir... Sven? Was mich stutzig macht übrigens aktuell, ist, dass wir eine Gebetsperle haben. Was so ein bisschen strange ist, weil ich dachte, es wird sich, wenn man alle Minibosse macht, genau ausgehen. Außer wir haben ein paar Minibosse übersehen. Es kann natürlich sein, dass man ein paar Minibosse, beziehungsweise ich ein paar Minibosse übersehen habe. Aber ganz ehrlich, Drache? Ja gut, rein theoretisch könnte man den einen Typen durchaus als Drache bezeichnen, aber... Oh, verschiedene Affen! Oh, die weißen Affen! Okay, macht ihr mal euren Affenscheiß. Nein! Macht ihr euren Affentanz! Die sind alle gegen mich! Nein! Warum sind die alle gegen mich? Ihr Hurenaffen! Okay, wenn ihr alle gegen mich seid, dann... F you.
わ。Also das geht bei Tieren nicht. Wow. Das geht natürlich bei Menschen. Menschen kannst du so manipulieren, dass sowas abgeht, aber... Nein, ich dachte, ich kann ihn anschleichen. Ich kann mich anschleichen. Gott, dieses Gras hier überall! Oh, okay. Okay, immerhin. Holy crap. Alter, also ganz ehrlich, der Dämon des Hasses war das Einfachste von der heutigen Folge gefühlt. Gut, wir wollen nicht übertreiben, aber... Moment. Moment, nee, ich... Der Reis hat mir übrigens echt den Arsch gerettet, also gut, dass ich zu dem immer hingegangen bin für den Reis. So, ihr Affen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, wunderbar, jetzt töten wir noch kurz die Affen und dann haben wir, soweit ich weiß, so ziemlich alles erledigt. An Sachen, die wir vor dem Endbosskampf machen können. Oh, fällt die zur Statue. Oh, okay. Die ist ein bisschen sehr versteckt. Wo ist denn... Hallo, wo ist denn der andere Affe? Hier war doch noch ein Affe, oder bin ich jetzt dumm? Naja. Vielleicht auch nicht. Hier, hallo. Hier unten hat sich ja, soweit ich glaube, nichts großartig verändert. Von daher, da drüben ist kein Item, da unten. Will ich meinen, sind da nicht die Soldaten gewesen, die jetzt nicht da sind? Egal. Aber ich glaube, so der Großteil... Wir haben zumindest einen sehr großen Teil von den Sachen, die wir machen konnten. Wir haben alles reaktiviert, was wir machen können. Wir waren auch bei der Affen, wir waren bei den Affenstellen, haben den Fisch gemacht. Das bin ich, so dumm bin ich nicht. Ja. Inneres Heiligtum. Komm, wir schauen nochmal kurz. Der hat uns Reis. Der Reis hat uns heute geholfen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen. Und wenn wir das gekriegt haben, dann würde ich sagen, geht's einfach. Versuchen wir einfach noch einmal den Endboss. Und dann machen wir sowohl den Dämon des Hasses und den Endboss in einem Part, wo wir nicht nur die beiden gemacht haben. Miko no Shinobi yo. Sumimasen. Okome ga mada. Mata. Und was ist, wenn ich dir eine Kaki gebe? Cool. Hi. Doshite? Iie. Sumimasen. Okome mata. David. Sayona anata no. Okay, naja. Haben wir jetzt überhaupt noch eine Kaki? Wir haben keine Kaki mehr. Naja, ich hoffe einfach mal, das ist nicht schlimm. Gut, wobei habe ich mir die nicht extra aufgehoben, falls Kiro am Ende eine Kaki brauchte. Ich hoffe, das fickt mich jetzt nicht mit dem Ende. Ja, hier haben wir alles außer das, aber ja gut. Da müssten wir noch... Boah, komm. Na, komm. Unterirdischer Wasserlauf. Wir gehen da den kurzen Weg zurück an den paar Unsterblichen und dann
dann haben wir wirklich alles, was wir reaktivieren konnten, auch tatsächlich reaktiviert. Und nicht nur, weil ich zu faul war, irgendwas zu machen. Dann kann ich wirklich sagen, ich habe in meinem ersten Durchspielen so viel von dem Spiel gesehen, wie wahrscheinlich sonst so gut wie keiner vom beim ersten Mal Durchspielen gesehen hat. Moment, hier hoch. Ja, ja. Oh. Ja, das Problem ist, das bringt mir jetzt nichts. Okay. Nehmen wir mal stark an, dass sich dort nichts geändert hat. Hier ist noch der Typ. Rein theoretisch, komm, was soll der Geiz? Ich meine, wir können ja zur Not. Maskenfragment haben wir, Gebetsperle haben wir. Wie gesagt, dass wir nicht volle Gebetsperlen haben. Allleber, Blitzeverband. Wir haben davon einige, also selbst wenn die letzten Dinger hier noch. Das können wir uns nimmer leisten. Illusionszeit, davon haben wir nicht so viele, komm. So, und als letztes kaufen wir nochmal. Keine Ahnung. Na komm, 108. Das lassen wir jetzt einfach mal. Ja. Und letzte Reaktivierung. Ich schaue noch kurz, was sich in dem Hof da tut. Ja, eine Gebetsperle haben wir. Also, das kommt mir so ein bisschen spanisch vor. So, hier ist einfach dicht. Ich dachte gerade, da wäre Nebel, Bossnebel, aber. Nee, hier ist nichts. Scheiße, das heißt, ich komme gar nicht mehr dorthin, wo ich euch gesagt habe, dass ich euch zeigen will, dass wo jetzt quasi der Endbosskampf ist, habe ich ja von Anfang an gesagt, da wird doch hundertprozentig noch was sein. Und ich habe recht gehabt. Erinnert euch noch an die Zeit, wo wir in die Ashina-Burg gekommen sind und ich gedacht habe, mit Genichiro haben wir jetzt vielleicht den Smurf und Ohrenstein gefunden. Also wenn ich so vergleichen müsste vom Spielfortschritt, würde ich echt sagen, dass Genichiro so die Gargoyles sind. Dann war der Uhu, Smurf und Ohrenstein, der Drach, wobei ich glaube, strukturweise hat es mehr mit Bloodborne auf sich, oder? Dann war Genichiro der Vater Cascogne. Hier der Uhu war dann hier, wie hieß der nochmal? Rom, genau. Nachher geht es so ein bisschen in verschiedene Richtungen, aber nicht wirklich, beziehungsweise, nee, da geht alles wieder zusammen eher. Und der Endboss hier ist halt dann quasi hier German oder so. Nur ist er schwerer gefühlt als German. So. Kurz hinsetzen. Und jetzt. Komm, einen Try geben wir dem Ganzen. Einfach damit ich weiß, was ich nächste Woche. Ne, nächste Woche, genau. Nächste Folge so alles vor mir habe. Gut, wie gesagt. Okay, na, da muss ich ja hinterher sein. Ah, nee, scheiße. Easy as fuck. Die Phase, um die mache ich mir keine Sorgen. Um die hier mache ich mir Sorgen. Ishini, doch er heißt Ishin Ishina. Gab es davon mehrere? Ich habe mir dazu auch mal kurz ein Tutorial angeschaut, einfach weil ich sehen wollte, ob ich so.
Okay. Ist geil. Nee, okay, also der eine Move. Ach nee, bei dem weiß ich ja, da muss ich ja den ersten blocken und dann instant springen, wenn er das so hinter, wenn er so reinsteckt. Sobald ich mein Blockgeräusch habe, springen. Also blocken, blocken, springen. Ja, blocken, blocken, eigentlich nur einmal blocken, aber ich mache immer, sobald ich weiß, dass ein Gegner jetzt angreifen wird, mache ich immer block, 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 block. Ja, das schaut jetzt irgendwie dämlich aus, wenn ich das so mache, aber Sekiro macht halt tick, 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 tick. So. Ja, okay, ich höre schon auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Demon des Hasses, nicht ganz First Try heute, vor allen Dingen, weil ich vorher geübt habe, aber mit der richtigen Strategie gesellt er sich nur zu Uhu und Genichiro und dem und ist nicht wirklich unschaffbar, wie ich es ja noch vor zwei Parts gedacht habe. Letzten Part habe ich schon so ein bisschen Anfang an der Strategie gezeigt, aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächstes Mal, wenn wir vielleicht den Endboss legen, vielleicht auch nur hier weiter rumscheitern. Wir sehen es, bis zum nächsten Mal, sage ich. Tschüss, ah ja, bis zum nächsten Mal bei Sekiro, Shadows Die Twice und tschüss, Leute.